Da sind wir wieder. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Antichamber. Und wir befinden uns jetzt hier auf dem Weg zu, keine Ahnung wohin. Fixieren wir einfach mal einen Punkt, wo wir noch nicht waren. A book and its cover. Wahnsinn. Okay, hab verstanden. Oh lol lol lol. Okay. Das heißt, wir können jetzt hier durch. Okay. If you're missing information, it's easy to be missed. Easy. Gehen wir mal einfach hier weiter. Mal schauen, was uns hier erwartet. Das ist hier, oder? Jupp. Das. Gehen wir einfach mal hier. Genau, hier kommen wir jetzt durch. Dafür müssen wir eigentlich nur. Connecting the pieces can solve a puzzle. Jo. So, hier. Okay, was können wir hier machen? Können wir die Dinger hier bewegen? Ja, die können wir bewegen. Dann würde ich mal sagen, gehen wir als erstes hier längs. Weil das sieht man doch am einfachsten aus. Springen wir hier auf den Block, springe hier rauf und fliege sofort. Alter. So. Und reicht das? Reicht. Easy peasy. Nehmen wir hier die Blöcke. Sollte reichen. Hier rausfahren und mal schauen, was passiert. Nehmen wir das Ganze wieder mit. Nehmen wir hier noch ein paar Blöckchen und gehen damit zu der anderen Seite. Und damit den gleichen Scheiß nochmal. Und siehe da. Jetzt muss die Tür eigentlich offen sein. Jo. Weil lohnt es sich jetzt noch die Blöcke mitzunehmen? Weil ich glaube, nee, die brauchen wir hier nicht. Hier mal weiter. Solving a problem may require using abilities we didn't realize they had. Okay, den Raum kennen wir aber schon. Gehen wir jetzt mal hier durch. Sind wir jetzt wieder im blauen Raum. A window of opportunity can lead to new places if you're willing to look. Grüner Raum.
wir einfach nochmal hier durch. So. Jetzt sind wir hier wieder. Jetzt würde ich einfach mal sagen, suchen wir uns einen neuen Anhaltspunkt. Timer ist schon abgelaufen. Live on your own, live on your own, watch not on someone else. Okay, nice. Ja, wir haben hier schon einiges freigeschalten. So ist es nicht. Jetzt machen wir hier schon the feine Hürde. Don't look down. Learning to draw geht's auch noch in eine andere Richtung. Aber die können wir so nicht erreichen. Gehen wir mal hier irgendwo rein. Wo wird man dann schon was finden? Aber wo genau, das ist jetzt hier die Frage der aller Fragen. Managing Resources. Was haben wir hier von? The Missing Pieces. Das hat sich jetzt grün gefärbt. Aus was für einen Grund auch immer. Understanding a problem requires filling the pieces. Okay, jetzt sind wir wieder hier. Aber kommen wir wieder zu diesem Punkt in der Cover. Gehen wir jetzt mal zurück. Hier kommen wir nicht dran an. Einfach mal hier um das Problem. Na komm schon. Alter, wird die Musik gerade laut. Blablabla. Hier lang. Ja, so. Wieder da. Jetzt sind wir schon wieder da. Das ist nicht im Sinne des Erfinders. Okay. Jetzt sind wir hier, gehen wir mal runter. Ah, okay. Okay, jetzt sind wir also hier. Einfach nur mein Mess, das ist. Kommen wir aber trotzdem nicht weiter. So, dann gehen wir da lang. Das ist wieder dieser Riesensprung. Machen. Hier
Stop and Go. Mal einfach durchrushen und dann springen wir da nochmal runter. Bam! Ah, so knapp. Machen wir nochmal. Wo haben wir es denn? Stop and Go, Stop and Go. Durchrushen und ja. Das war fail. Nochmal. Einfach das Rabbit Hole hier niederstampfen. Nochmal hier rein. Jawoll, geht doch. Toll, und was jetzt? Jetzt sitzen wir hier blöde. Neue. Hätte man das auch. Scheint sich hier keinen Ausweg zu geben. Da kommt mal wieder der Jump davor. Was machen wir denn als nächstes? Stairway to Heaven, da gibt es auch nochmal drei Möglichkeiten. Sowas ist zum Beispiel Fly, Cry Me a River. Okay, hier war ich ja echt noch nicht. Da können wir uns jetzt wirklich gechillt eine Brücke bauen. Nicht im Sinne des Erfinders. So. Easy. Ja, gut, ich gebrauche. Building a bridge can get you over a problem. Ach nee, weißt du. Hier kommen wir jetzt nicht weiter. Hätten wir das auch schon mal. Gibt's hier noch eine alternative Lösung? Dead end will only stop you if you don't try to move it through. Ah, I see what you did there. Unsichtbare Mauer. Also sichtbare Nicht-Mauer oder so. Take and beat the first step can be harder than the rest of the challenge. Oh nice. Haben wir das jetzt einfach geschafft? Dann offenfallen die Fings. Darauf fall ich jedes Mal rein. Gibt es gar nicht. So, wohin geht man dann als nächstes? Da. Being an Entrepreneur. Das hilft uns nicht viel. Können wir nichts machen. Managing Resources. Ah ja, Strange in Numbers. Hat man da noch irgendwas übersehen? Gehen wir einfach mal hier durch. Dann müsste ich ja irgendwo hinkommen. Nee. Scheiße.
aber nicht hin. Wir wollten. Wo haben wir es denn? Ich finde es immer nie. Don't look down. Too many lasers. What the fuck? Okay. Ich dachte mir schon, dass da irgendwas nicht stimmt. Keine Ahnung, wie ich das jetzt hinbekommen habe, aber ich glaube, wenn man da hier Quadrate füllt, dann... Mal schauen, ob es jetzt reicht. Reicht noch nicht. Gut, wir müssen wieder eintippen. Jetzt müsste es hoffentlich reichen. 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Und. Reicht immer noch nicht. Der Charakter ist offenbar zu groß. Machen wir das Ganze eben noch. So, packen wir das Ganze hier nochmal an. Ich weiß ja nicht, reicht's jetzt? Ansonsten haben wir einen überdimensional großen Charakter. Sollte reichen. Reicht auch. Wunderbar, damit haben wir die nächste Hürde geschafft. Und ich würde mal sagen, wir gehen mal hier lang. Oh, nice. Ist unsere Mitte. Getting a solution requires cutting out what doesn't work. So nicht weiter.
durch. Ziemlich ist. Boah. Ah, die geile Kanone. Wir haben sie bald, Bitches. Das ist wieder dieses schwarze komische Ding. Gruselig. Aber gut. Ich würde mal sagen, wir machen an der Stelle einen kleinen Cut. Und in der nächsten Folge würde ich mal sagen, holen wir uns das Schmuckstück hier. Das ist die gelbe Kanone. Ja, dann haut rein, Leute.